Plettenberg in den 1930er Jahren, eine aufstrebende Industriestadt im Sauerland. Diese Bilder dokumentieren kurz das Leben aus der guten alten Zeit, ohne Stress und Hektik. Im Herzen der Stadt die Christuskirche mit dem Kirchplatz. Klein Landemert in der Grüne Straße. Die Plettenberger Kleinbahn beförderte noch Güter und Personen durch alle Stadtteile. In dieser guten alten Zeit gründete Hugo Funke sein Geschäft. Mit Herrenbekleidung, Gardinen, Dekorationen und Teppichen. Am 21. April 1905 wird Hugo Funke als Sohn des Arbeiters Wilhelm Funke und seiner Frau Emma in Holthausen geboren. 1906 bezieht die Familie ihr eigenes Haus am Nockenweg in Holthausen. Von 1911 bis 1920 besuchte Hugo Funke die Volksschule in Holthausen. Danach begann er eine Lehre im Textilhaus Neufeld. In diesem für damalige Verhältnisse recht großen Kaufhaus mit rund 50 Angestellten erarbeitet er sich 17 Jahre lang die Basis für die Selbstständigkeit. Im Elternhaus am Nockenweg 6 eröffnet Hugo Funke im November 1936 sein Geschäft. Sein Fleiß und stetiges Schaffen ermöglichen 1938 den Umzug in die Wilhelmstraße 40. Im Hause Klumpe wurden im Parterre und zweiten Stock Räume angemietet. Nach dem Krieg erfolgte am 1. Oktober 1945 die Wiedereröffnung und nach der Währungsreform blühte das Geschäft erst wieder richtig auf. Am 1. April 1950 begann der 17-jährige Paul Heseler seine Ausbildung im Hause Funke. Mitte der 50er Jahre hatte sich das Geschäft so weit emporgearbeitet, dass der Verkaufsraum im Hause Klumpe aus allen Nähten platzte. Hugo Funke beschloss, neu zu bauen. Er erwarb das Hasenmeiersche Haus in der Neue Straße 1, ließ es abbrechen und konnte im November 1957 in dem in kürzester Zeit hochgezogenen Neubau sein Geschäft eröffnen. . 1961 wurde mit einer großen Feier das 25-jährige Geschäftsjubiläum begangen. Ab 1966 konzentrierte man sich ganz auf die Herren- und Knabenbekleidung. Die Gardinenabteilung wurde aus Gründen der Sortimentsstraffung, aber auch aus Platz- und Personalmangel aufgegeben. Am Umlauf zeigte sich Funke in einem neu errichteten Schaukasten. 1970 hatte Hugo Funke das Rentenalter erreicht, aber sein Elan war ungebrochen. Als ihm im Rahmen der Innenstadtsanierung die an sein Geschäftshaus angrenzende ehemalige Stadtkasse an der Wilhelmstraße 19 zum Kauf angeboten wurde, wagte er die Investition. Nach umfangreichen Umbauarbeiten präsentierte sich Funke Kleidung im November 1973 in einem völlig neu gestalteten Doppelhaus mit mehr als verdoppelter Verkaufsfläche. Im April 1975 hatte Paul Heseler sein 25-jähriges Arbeitsjubiläum im Hause Funke.
Immer mehr nahm die Plettenberger Bevölkerung das Haus Funke an. Die Verkaufsprinzipien der persönlichen, fachkundigen Beratung, der großen Auswahl und des guten Kundendienstes bewährten sich weiterhin. Hugo Funke blieb, auch wenn er sich nach seinem Herzinfarkt peu à peu aus dem aktiven Geschäftsleben zurückgezogen hatte, bis zu seinem Tod im Jahre 1981 eng mit seinem Betrieb verbunden. Er hatte die Jahre des Wiederaufbaus genutzt und einen Betrieb geschaffen, der in Plettenberg zu einem Begriff geworden war, der mit seinem Sortiment der Herrenbekleidung gegenwärtig aber für diese Stadt die Grenzen seiner räumlichen Expansion erreicht hatte. Nach dem Ausscheiden Hugo Funkes aus seinem Geschäft übernahm sein Sohn Hartmut Funke die Geschicke des Bekleidungshauses. Rechtzeitig erkannte er, dass die Art der Geschäftsführung sich ändern musste. Die Lücke, die Hugo Funke hinterlassen hatte, konnte und sollte nicht durch eine Person gefüllt werden, wohl aber durch mehrere, durch alle, die in der Firma arbeiteten. Alle hatten Kompetenz und waren qualifiziert. Es war nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, die Beschäftigten in alle betrieblichen Entscheidungen mit einzubeziehen. Dies setzte Lernprozesse bei Angestellten wie Inhaber voraus. Seit Inkrafttreten des Berufsbildungsgesetzes im Jahr 1969 hat das Haus Funke 12 Azubis erfolgreich ausgebildet. Da Jeans, Pullis, Hosen und Blousons die Knabenabteilung immer stärker in den Hintergrund drängten, ging 1982 kein Weg mehr daran vorbei. Mit einem Teilräumungsverkauf wurde die Knabenabteilung aus Rentabilitätsgründen aufgegeben. In letzter Konsequenz entstand im September 1984 Sky Sportswear, eine Spezialabteilung für junge Mode. Wir schreiben das Jahr 2013. Auch Hartmut Funke hat das Rentenalter erreicht. Da in seiner Familie keinen Nachfolger für das Modehaus gibt, begann Anfang Dezember des Jahres der Räumungsverkauf. Mit großzügigen Rabatten wurde ein letztes Mal die treue Kundschaft des Hauses Funke zum Stöbern und Kaufen eingeladen. Alles. Das sieht ja schon verboten aus. Wie gewohnt freundlich bedient Hartmut Funke auch seine letzten Kunden. So, dann wollen wir mal gucken, ob er... Ja, Freitag bringe ich dir hin. Ja. Ist doch richtig, oder? Ja. Am 30. Dezember waren bis auf ein paar Hosen alle Artikel ausverkauft worden. Heute ist der 9. Januar 2014 und ich schließe jetzt zum letzten Mal die Tür ab. Nach 77 Jahren und dann ist das Modehaus Funke Geschichte. Eins, zwei und drei. Das war's.
Glücklicherweise fand Hartmut Funke rasch einen Mieter für seine Ladenimmobilie. Die Maiwurm Mode KG aus Olpe sicherte sich vertraglich eine längere Laufzeit für ihr zweites Geschäft in der Wilhelmstraße. Nach einigen Umbauarbeiten entstand ein modernes Herrenbekleidungsgeschäft, welches am 20. März 2014 eröffnet wurde. Maiwurm präsentiert auch hier in Plettenberg bekannte Marken für den jungen oder junggebliebenen Herren von heute.